Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshua und ich spiele mit euch Go. Wir beginnen mit einem Spiel gegen Crazy Stone Deep Learning. Ihr seht hier, dass ich Folgendes eingestellt habe. Type of the game versus Computer, Computer Level 9K. Ich spiele mit Schwarz, diesmal Board Size 13x13. Mein Gegner bekommt 6,5 Punkte Kumi. Here we go. So, wir gehen in den Ecken und Hoshi Hoshi und Komoku und dann, weil es so toll ist, San San, Hane. Ja, und das hätte Weiß nicht tun sollen, glaube ich. Mal sehen, ob er das gleich nochmal macht. So. 1, 2, 3. Die Krux bei der Sequenz hier für Weiß ist, dass Schwarz immer mit Vorhand endet. Das heißt, Schwarz endet mit Sente. Und es ist überhaupt nicht klar, wie Weiß das kompensieren will. So, machen wir noch hier diesen Kamer. Gehen hier rein. So. Okay. What is this? Ja, da ist nichts. Da gehe ich davor. Und dann mache ich zu. Ja, war ein bisschen schnell geklickt hier. Jetzt mal schauen, wo haben wir denn noch Vorhände? Keine Vorhand. Den kann er zwar machen, aber ich sehe gerade nicht, was der bringt. Dann sagen wir passen. Okay. So, das ist alles korrekt. Finish. Ja. Black wins by 2,5. Ja, knapper Sieg, aber letztlich hat es gut geklappt. 6,5 Punkte Komi sind auch eine Menge hier auf dem 13er Brett. Ja, ich hoffe, die kleine Partie hat euch gefallen. Wir schauen uns jetzt ein 19er Game an. Bis gleich. So, wir haben einen Gegner auf dem Level des vierten Kyo. Ich sag mal hallo, hi, have a nice game. Und beginne mit Hoshi, mein Gegner Komoko. Ich Komoko. Das ist strange. Das ist ein bisschen eigenartig. Denn es ist klar, dass ich da spielen werde. Und jetzt machen wir hier einen Standardabtausch. D17, G16. C14, ja, und das passiert, das passt mir sehr gut. Weiß geht hierher, Schwarz geht dorthin. Oh, ist ein bisschen weit. Aber
denke, ich kann daraus noch keinen Vorteil schlagen, also noch nicht so schnell. Okay. Dann mit diesem großen Gamer, also diesem O-Gamer, wird die Richtung hier, das wird gut für mich. Und jetzt ist die Frage, was soll ich tun? Soll ich das machen? Schwarz spielt hier, weiß spielt hier. Oder lieber erstmal das. Hier ist viel Platz zum Manövrieren. Gebe ich zu. Weiß kann da eine Invasion starten. Okay. Das bedeutet schwarzer Zente. Was passiert, wenn ich hierher gehe? So, wenn ich den mache, wird Weiß den zulassen? Nee, wahrscheinlich nicht. Eins, zwei. Wahrscheinlich nicht. Okay. Dann gibt es hier die Möglichkeit, diesen Schwachpunkt auszunutzen. Die Frage ist, wie weit gehe ich jetzt hier mit? Den sollte ich auf jeden Fall machen. Ich jetzt hier runter gehe. Es gibt Atari, ich verlängere. Weiß kann mich hochschicken, ich gebe Atari. Weiß kann mich runterschicken. Nee, da verlängere ich noch auf jeden Fall nochmal. So, und jetzt hat Weiß 1, 2, 3, 4. Freiheiten, wenn ich jetzt hier runtergehe und Schwarz hat ebenfalls 4, bedeutet, Weiß wird die Schwarzen fangen. Okay. Bringt mich das weiter? Nee. Ich müsste das machen. Ich werfe rein, Weiß nimmt raus.
Also das wäre, glaube ich, die Möglichkeit zu expandieren. Ist dieser Zug richtig? Atari nimmt eins. Ja. Ich glaube, wir gehen hier weiter. Ja, wir gehen hier weiter. So. Kann Schwarz den machen? Oder ganz schlicht der, der und der? Ah, wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier eine Menge Schnittpunkte, die Ärger machen können. Also lieber sichern. Ja, Weiß spielt Sun Sun. Gut, mache ich mit. Und dann soll ich den machen? Dann lassen wir doch lieber Weiß auf der zweiten Linie kriechen. Das ist ein eindrucksvolles Mojo hier für Schwarz. Ist das Sente? Frage. Wenn ich den mache, geht Weiß da durch. Das bringt mich nicht weiter. Okay, kann man nachvollziehen. Weiß möchte reduzieren. Gut, dann fangen wir mit dem an. Das ist klar, Sente Move. Also der wird von Weiß sicherlich beantwortet werden. Ja. Und wie sieht's hiermit aus? Ich gehe runter. Den wird Weiß wahrscheinlich nicht beantworten. Doppelhani, oder? Nee, macht er nicht. Ja. Sehr gut, gut für mich. Ja, Weiß versucht hier
Seine Form zu verbessern. Okay, was ist das hier eigentlich? Kann man da noch zwischen? Wahrscheinlich nicht. Gut, dann mache ich den noch. Und jetzt ist die Frage, wie sichern wir jetzt? Unseren Profit. Wahrscheinlich so. Und wow, also das ist big. Ich weiß nicht, wie weit es da noch reinkommen will. Ja, hier müssen wir aufpassen. Könnte das hässlich werden? Fragezeichen. Er geht hier lang, ich gehe da lang. Atari. So, jetzt wird es Zeit für ein paar Vorhände. Die Frage ist, ob wir welche finden. Das sieht doch danach aus, oder täusche ich mich? Ja, sieht aus nach einem Doppel-Atari. Gut. Gut. Hier nehme ich Sente. Was sagt Weiß dazu? Den wird er nicht wollen. Okay, what else? Eins, zwei. Angenommen, ich mache den. Weiß geht davor. Ist das Sente? Schauen wir es uns an. Nächster interessante Punkt wäre hier D16. Ah, ich muss hier runter. Also hier fällt mir nichts Sinnvolles ein. Alles, was ich hier sehe, sind gute Züge. Ich gehe auf Q1. Ja, da gehe ich davor, ist klar.
Der kommt mir gut vor. Ja, hier haben wir ein Problem. Aber was ist zum Beispiel mit dem? Ja, genau. Den wird mein Gegner nicht toll finden. Das ist ebenfalls Sente, meine ich. Oder ist der besser? So, macht er hier noch mal was? Machen wir so. Und so. Da hätte er einfach Atari geben sollen. Verstehe ich nicht, warum er das gemacht hat. Gut, wir suchen nach weiteren Zügen. Ich weiß nicht, wie mein Gegner das gewinnen will. Hat er so viel? Kann er sich das leisten? What? Okay, der wäre Reverse Sente. Wäre gut. Was haben wir hier? Ja, der ist gut. Der ist gut. Drohung eines Doppel-Ataris. Was haben wir hier hinten? Da gibt's nichts. Der scheint mir ganz gut. Den möchte er bestimmt nicht. Okay. So. Das scheint mir wichtig. Schade ist der. Da wird Weiß noch sich durchdrücken. Sollen wir den machen? Ja. Gehe ich davor? Ja, man darf nicht vergessen, Weiß hat natürlich Komi. Und Komi könnten nochmal Punkte bringen. Wir wollen mal zählen. Was hat Weiß hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Punkte. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Um die 70 Punkte, würde ich sagen, hat Schwarz. Er hat Weiß. 70. Jetzt Weiß. 1,
37, 38. Ja, also, wenn es nicht völlig crazy zugeht, müsste Schwarz dicke vorn liegen. Ich spiele mal diesen umgekehrten Center Move. Ist zwar letztlich Gote, aber hilft mir dabei, diesen Center von Weiß zu verhindern. Ist ein wichtiger Zug, glaube ich. Jupp. Fangen wir damit an. Hier geht's weiter. Dann das. So, what else? Hier. So, hier gehe ich noch mal rein. So. Er kann den machen. Okay. Geht jetzt hier vor. Bringt mir das was? Nee. Ja, ich kann ihn zwingen, den rauszunehmen. Oh, das ist gut. Das ist ja sehr, sehr schmerzhaft für Weiß. Okay, und jetzt mal schauen, gibt es noch was? Etwas, das wir vergessen haben könnten. Hier zum Beispiel. Eine Menge Schnittpunkte, aber ich sehe da nichts. Nee, ich mach mal den hier noch. Okay, ja. Passen. Well, jetzt wollen wir checken. Ja, 94 zu 85. Das war mir klar. Verstehe nicht, wie er sich das gedacht hatte. Ja, Schwarz mit 8,5 Punkten. Eine schöne Partie. See you around. Ich sag meinem Partner noch Adieu. Ja, und dann werde ich mir das Spiel gleich nochmal in der Analyse genau anschauen. Bis gleich. Gut, dann schauen wir kurz in die Partie rein. So ging es los. Dieser Zug ist okay. Er lädt natürlich Schwarz dazu ein, direkt hier zu spielen. Von seiner Seite aus wunderbar auf diesen 5-4-Punkt zu gehen, finde ich, dass er nicht so günstig ist, aber auch kein Riesending. So, das sind alle Standards, kann man alles machen. Okay. Ja, und hier bei dem von Schwarz wäre vielleicht A besser, wenn man sich das vorstellt, A würde so spielen. Ist das ja ein
indirekter Angriff auf die weiße Gruppe. Weiß müsste sich also schützen. Und dann käme Schwarz dazu, diesen großen Zug da oben zu machen. Also wahrscheinlich hier A besser. Dann der Zug. Also über diese gesamte Ecke hier ist ein bisschen was zu sagen. Wahrscheinlich A besser. Also ein Katatsuki, ein Schulterschlag. Was wäre dann zu erwarten? Man würde erwarten, dass Schwarz nicht einfach zulässt, dass Weiß da die Verbindung hat, sondern ein zurückgeht. Schwarz würde ein zurückgehen. Dann würde Weiß würde zurückgehen, dann würde Schwarz mit diesem Kämer sichern. Und Weiß kümmert sich um eine Basis beziehungsweise um Kraft in diese Richtung, damit Schwarz nämlich auf die Seite einfach nur hochgeht. Ja, dann käme dieser Trennungsangriff wahrscheinlich und dieser Kiri, also dieser Cut. Das wäre zu erwarten. Das heißt, Weiß muss sich darauf einlassen, hier zu fighten, aber er hat ja auch ganz gute Möglichkeiten. Also das wäre wahrscheinlich für Weiß besser. Dann der Hane war ebenfalls nicht optimal, glaube ich. A wäre besser. Was wäre dann passiert? Weiß kümmert sich um eine Mini-Basis, kann man sagen. Schwarz spielt diesen Turn. Weiß Zagari. Schwarz schützt sein Territorium links. Weiß geht rüber. Osei, also Block von Schwarz. Hane von Weiß. Und Konter Hane von Schwarz. Das wäre hier zu erwarten. Auch hier muss ich Weiß um einen Kampf, mit einem Kampf befassen. Die Situation für Schwarz wäre aber besser. Die Weißen sind getrennt. Dadurch, dass eben hier dieser Zug eine gute Invasionsmöglichkeit ist, hat Schwarz da Vorteile. Gefällt mir für Schwarz also besser. Dann, was kam dann? Dann kam dieser Zug und auch der wahrscheinlich besser A, also Cutten, denn wir wissen ja, hier läuft Weiß zu einem Freund, also wäre ein Cut gut. Schauen wir uns das an. Cut, dann Schwarz, Weiß sichert den schwächeren Stein. Das, was Schwarz hier machen kann, ist zu trennen, aber ja, Weiß lebt da recht komfortabel in der Ecke. Deshalb lieber den Cut spielen. Ja, und hier schützt Schwarz den Cut nicht. Also das ist etwas, was ich mir unbedingt angewöhnen muss. Wenn ich auf die Jagd gehe, auch meine Schnittpunkte zu sichern, beispielsweise so. Und dann ist nämlich Weiß in der Verpflichtung, sich zu kümmern. Das wäre ein Ablauf, den man sich vorstellen kann. Gefällt mir für Schwarz auf jeden Fall besser. Denn jetzt passiert nämlich Folgendes. Völlig klar, Weiß cuttet. Ja, und von diesem Moment an wird es schwierig. Ich habe mich dann als Schwarzer entschieden, die quasi als Partisanen zu betrachten. Und später kamen die mir ja noch ganz gelegen. Ich konnte ja Weiß zwingen, die alle noch rauszunehmen. Das total gut. Ja, und hier wäre A der größere Zug. Dann kommt das und das. Und da habe ich einen Tezuchi übersehen. Und zwar den hier. Warum ist der gut? Der ist deshalb gut, weil Weiß gezwungen wird, diesen Zug zu machen. Weiß kann den Zug nicht machen. Warum nicht? Schwarz verbindet, hat jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Freiheiten, hingegen Weiß nur 4 Freiheiten hat. Bedeutet, wenn Weiß versucht zu fangen, kommt sowas. Und ihr seht, da kommt
weist nicht mehr an. Das heißt, all die Weißen hier sind tot. Selbst wenn man jetzt von hier sagt, wir machen sowas, gibt es ein Co. Aber dieses Co läuft gut für Schwarz. Also die werden erledigt. Aus dem Grund kann Weiß diesen Zug nicht machen, muss also das tun. Jetzt käme dieser schwarze Zug. Weiß kann nicht X spielen. Alles klar, ich kann es immer machen. Weiß kann nicht X spielen, weil dann das käme. Und dann wären die tot und damit wären die tot. Geht also nicht. Weiß muss die also rausnehmen. Schwarz gibt nochmal Atari. So, und jetzt sind die von denen getrennt. Also das war schade. Diesen Tizuchi habe ich nicht gesehen. Weiß aber ebenfalls nicht. Weiß spielt diesen Hane und hätte stattdessen das spielen müssen, um genau diesen Tezuchi zu verhindern. Das heißt, Schwarz sieht ihn nicht, Weiß sieht ihn nicht, Schwarz sieht ihn nochmal nicht und zwingt jetzt quasi Weiß dazu, die Möglichkeit für Schwarz diesen Tezuchi zu spielen zu verhindern. Nicht gut, nicht gut. Ja. Danach kam das. Ja, und hier habe ich mir nochmal notiert, der bringt Weiß nicht wirklich viel. A wäre schöner, auch B oder C wären besser. Tengen, okay. Ja, und man sieht, dass die Mojo-Strategie von Schwarz am Ende tatsächlich aufgeht. Das hier wird riesengroß. Also, da war Weiß bei Weitem nicht aggressiv genug. Da hätte Weiß viel mehr tun müssen, um dieses Riesen-Mojo zu verhindern. Ja, und dann gab es nur noch Endspiel letztlich. Hier gibt es noch eine Kleinigkeit, und zwar diesen hätte Schwarz machen sollen. Was hat Schwarz in der Partie gespielt? Dicht gemacht und schließt mit Gote. Nicht gut. Lieber das machen. Dann wird Weiß nehmen. Ist ein Ko. Aber mit diesem Ding hier hinten hat ja Schwarz eine irre Ko-Drohung. Zum Beispiel bei diesem Zug droht er auf den Dreieck markierten Punkten, danach die Weißen hier zu töten, das kann Weiß nicht zulassen, muss die rausnehmen. Jetzt spielt Schwarz den und da ist jetzt diese Gruppe in Gefahr. Das heißt, auf das Ding kann sich Weiß gar nicht einlassen, sichert also seine Gruppe und das wäre nochmal bestimmt 5, 6 Punkte für Schwarz gewesen. Hat Schwarz aber nicht gesehen. Dann ging es so weiter. Ja, und der Rest ist okay. Klar, kann man da sicherlich Sachen besser machen, gar keine Frage. Aber so wie das Spiel jetzt zu Ende lief, war das absehbar, weil Weiß eben dieses Riesen-Mojo hier, guckt euch an, wie groß das ist, zugelassen hat. Und ja, damit ist das halt sehr, sehr groß geworden. Interessant, Weiß hatte alle vier Ecken und sogar noch ein Stück in der Mitte und trotzdem hat es nicht gereicht, trotz Komi hat es nicht gereicht. Ja, ist eine Lehre mit diesen vier Ecken, sollte man wirklich vorsichtig sein. Klar sind Ecken wichtig, aber dann muss man aggressiv bei der Reduktion des Mojos in der Mitte sein, also aggressiv das Zentrum reduzieren, denn sonst hat man keine Chance. Okay, ich hoffe, diese Partie hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Vielleicht habt ihr auch das ein oder andere gelernt.
Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, dass ihr einen Daumen hoch und ein Abo dalasst und wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, bye bye.